und in Deutschlands Haushalten, da sterben jedes Jahr zwischen 2 und 3 Millionen Haustiere. Und neben der Trauer, da geht es da auch für die Besitzer immer um die Frage, wohin mit Katze oder Hund. Dass nämlich ihr verstorbener Liebling zusammen mit Schlachtabfällen in einer sogenannten Tierkörperbeseitigungsanstalt landet. Also es ist für viele Tierhalter eine grausige Vorstellung. Ganz anders dagegen der Wunsch, eines Tages ein gemeinsames Grab zu haben, gemeinsam mit dem Haustier. Und auf einem katholischen Friedhof am Niederrhein ist das jetzt möglich. Hunde sind Manfred Baums Leidenschaft. Einer seiner Schützlinge ist ihm aber besonders ans Herz gewachsen. Sein Dackel Muck. Der Muck, das war ein Hund, der alles verstand. Der, ja, ich sag immer, man hat sich wortlos verstanden. 12 Jahre waren die beiden unzertrennlich. Vergangenes Jahr erkrankte Muck. Eine schwere Zeit für sein Herrchen. Seit Anfang des Jahres wussten wir, dass er nicht überlebt. Und dann habe ich aber direkt gesagt, keine Spritze. Und dann hat er noch ein halbes Jahr gelebt. Ein schwerer Abschied. Doch ganz trennen will sich Manfred Baum von Muck nicht. Nach seinem Tod bringt er den Dackel zum Tierkrematorium. Dort wird seine Asche in eine Urne gefüllt. Manfred Baum will seinen Muck mit ins Grab nehmen. Dieser Wunsch ist nicht einfach zu realisieren. Die Friedhofsordnung der katholischen Gemeinde in Grefrath-Mühlhausen musste geändert werden. Aber der Kirchenvorstand hat sein Anliegen unterstützt. Es gibt erstens einen theologischen Grund, nämlich die Schöpfungsgeschichte, in der das Tier auch eben zur heiligen Schöpfung dazugehört und deshalb auch bewahrt und geschätzt werden soll. Und der zweite Aspekt, der wichtig ist, ist, dass wir eine seelsorgende Kirche sind und eben die Menschen in ihren Wünschen und Anliegen ernst nehmen wollen. Ein theologisches Gutachten und die Zustimmung des Bistums Aachen erlauben die Bestattung von Muck auf dem Gemeindefriedhof. Das ist die Grabstelle für mich und für Muck. Sie liegt auf einem separaten Teil hinter einer extra gepflanzten Hecke. Es gibt die Auflage, dass, wenn die Bestattung von meiner Person hier erfolgt, der Muck erst danach ohne Priester als Grabbeigabe dazukommt. Dazu setzen die hier noch eine Bank hin, damit dann die Trauergäste da warten können. Und der Name von Muck oder der Tiername darf nicht auf den Grabstein mit drauf. Der Wunsch, gemeinsam mit seinem Haustier bestattet zu werden, ist nicht ungewöhnlich. Es gibt bereits vereinzelt Friedhöfe für Mensch und Tier. Der Grund dafür ist eine immer emotionaler werdende Beziehung zwischen ihnen, sagt Soziologe Matthias Meitzler. Tieren wird zunehmend eine menschliche Rolle zugeschrieben. Sie werden zum Ersatzpartner gemacht. Sie begleiten den Menschen durch seinen Alltag. Sie werden zum treuen Gefährten sozusagen. Und ich denke, umso dramatischer ist es letzten Endes, wenn dieses Tier stirbt. Muck soll nicht der einzige sein. Auch seine anderen Hunde will Manfred Baum, wenn es soweit ist, mit ins Grab nehmen.